der Reifen ist wirklich am 8 und auf den sind wir 18, 19, 20 Runden raufgefahren und das war ohne Probleme. Was die Performance anbelangt, ist es Wahnsinn und was die Laufzeit anbelangt, klar, kommt ein bisschen auf die Rundenzeit an. Guten Morgen hier aus dem Automotodrom Most. Wir sind heute für euch da und testen wieder Michelin-Reifen aller Art. Für den Einsteiger, für den ambitionierten Profifahrer, für den schnellen Hobbyfahrer. Da ist alles mit dabei. Wir haben die komplette Crew, die baut gerade im Hintergrund auf mit dem Tom Ecker. Alles rund um Bikebox 79. Wir haben mehr Reifen dabei, als wir wahrscheinlich brauchen werden. Mehr Expertise als, naja, die Expertise, die brauchen wir. Hier in Most ist natürlich der Asphalt neu und dementsprechend aggressiv. Jeder von euch, der schon mal da war, weiß, dass sämtliche Reifen hier schon mal aufgerissen sind. Und aus dem Grund haben wir uns die Challenge hier genommen und sagen, okay, wir gehen nach Most, weil es da eben so schwierig ist und probieren, welche Reifen hier am besten funktionieren und was man mit den Reifen machen muss, damit sie noch besser funktionieren. Also, bleibt da dran. Mega spannendes Video. So, ich habe natürlich jetzt hier wieder unseren Experten, den Tom Ecker von der Bikebox 79 da, der ja schon ewig lang im Reifengeschäft natürlich auch speziell mit Michelin sich dementsprechend gut auskennt. Und wir wollen heute mal über die Neuheiten sprechen, die es von Michelin für 2023, für diese Saison gibt und unter anderem aber auch um deren Komplexität im Allgemeinen, was das Thema Reifen anbelangt, bezüglich Asphalt, Mischungen, Temperaturen oder auch das Thema, wenn der Reifen ankündigt, hey, mir ist es hier zu heiß oder zu kalt und reißt dann dementsprechend auf, über das unterhalten wir uns jetzt einmal. Tom, wir sind jetzt hier in Most. In Most haben schon viele Rennstreckenfahrer die Erfahrung gemacht, dass die Reifen relativ schnell kapitulieren. Kannst du dir jetzt erklären, an was das liegt? Also, hallo, grüß euch einmal zusammen. Also im Most ist halt speziell seitdem die Superbike WM da ist und die neuen Asphaltbedingungen jetzt herrschen, zwar der Belag irrsinnig schön, glatt optisch, hat wirkt fast wie ein Teppich, aber wenn du es dann genauer betrachtest, ist halt in der Feinstruktur extrem aggressiv. Und das ist herstellerübergreifend eigentlich ein großes Problem. Und das ist jetzt durchaus einer der Gründe. Jetzt, wenn wir da durchs Fahrerlager geschaut haben, da haben wir sehr viele aufreißende Reifen gesehen. Was können jetzt die, wenn wir jetzt einmal, natürlich das kann auch eine Fahrwerksthematik sein, aber wenn wir jetzt einmal spezifisch auf den Reifen bleiben, was können diese Fahrer jetzt machen, um das quasi so ein bisschen zu kompensieren? Das Problem beginnt eigentlich damit, wenn man sich die großen Hersteller also auch wieder übergreifend anschaut, die geben ja selten eine konkrete Temperaturempfehlung raus. Die geben die Reifenempfehlungen eher noch aggressiv oder nicht aggressiv und noch kalt oder warm. Aber das ist jetzt nicht auf ein Temperaturfenster angenagelt. Und da ist jetzt schon zum Beachten, so wie es in, wenn wir jetzt zum Beispiel, weil wir gerade in Tschechien sind, und man vergleicht jetzt Brünn mit Most, also extrem glatt und stumpf gegenüber Most mit neuen aggressiv, da schirmen sie halt dann die Einsatzgebiete dementsprechend, verschirmen sie die komplett. Das kann man gar nicht mehr übereinander legen. Mit dem Performance Soft, was wir jetzt gefahren sind zum Beispiel, das ist dann ein Reifen, der funktioniert bis 40, 45 Grad exzellent hier, wo man im Brünn aber sagen muss, da ist bei 25, 30 Grad, also da geht es um 10, 15 Grad Asphalttemperatur, geht das Fenster auseinander, wo die Einsatzempfehlung sich dann einfach abhebt von Rennstrecke zu Rennstrecke. Und das ist einfach immer speziell sehr mit zu beachten bei der Reifenwahl. So, wir sind bereit für den ersten Turn. Wir haben vorne jetzt drin den harten Reifen, also den richtigen High Performer. Bin ich noch nie gefahren. Da muss ich jetzt gut auf der Bremse reinhalten, dass der im richtigen Fenster bewegt wird. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wie das funktioniert. Seid gespannt, bis gleich.
So, erster Turn, gerade reinkommen, frische Gefühle, frische heiße Reifen. Michelin Hart vorne, das erste Mal den Hart jetzt gefahren. Und ich muss sagen, das gefällt mir richtig. Vor allem in Most, wo du so viel auf der Bremse zum Scheitel reinfährst, gibt dir so eine Stabilität und so eine Radienführigkeit trotz hohem Pressure auf der Karkasse. Das ist echt eine Schau. War ein bisschen viel Verkehr, ich habe eine freie Runde gehabt. Trotz alten Hinterreifen gleich einmal 39 tief fahren, das passt ganz gut. Von dem her, ja, stellen wir dann einmal Mittagspause neuen Reifen rein. Was, wie hat es ausgeschaut, Tom? Optisch hat es geil ausgeschaut. Also, ja. Vor die Temperaturen, wie wir es gehalten haben, im Reifen. Wie groß haben wir reichen mit Temperatur? Wir sind jetzt reingekommen am Vorderrad mit 90 Grad in der Karkasse und am Hinterrad mit 105. Wow. Luftdruck vorne haben wir gehalten auf 0,03, haben wir gut vorbereitet. Hinten sind wir ein bisschen aufgegangen, ist aber der Laufleistung des Reifens geschuldet. Also ja, okay. Ist normal mit der Laufleistung, ist das ein wenig spendend und durch diese wenig aufbaut. Also Vorderachstemperatur war quasi perfekt mit 90 Grad. Perfekt. Wow. Perfekt. Ich habe versucht, dass ich wirklich auf dem letzten Drücker bis zum Boxeinfahrt wirklich push im Verkehr so gut es gegangen ist. Haben wir jetzt auch interessant, alleine von der Boxeneinfahrt bis hierher 0,05, gell? Was wir verlieren. Also 500stel verloren. 500stel, ja genau. Ja. Naja, das ist auch drin. Haben wir einen Referenzwert jetzt zum Nachkontrollieren. Und Wolf, was sagst du? Ja, geil ausgeschaut da auf der Bremse. Ein bisschen viel Verkehr halt. Ja. Aber was cool ausgeschaut. Ja, hat Spaß gemacht, super. Oh, 38,5 war ideal Lap gewesen. Ja, mit dem alten Reifen. Im ersten Tag, leck mich am Arsch. Das Vorderrad ist nur die Kappe. Die hängen am Dank. Die lassen wir runter, wenn wir reinschwimmen müssen. Also, wir haben jetzt eine gefahrene Zeit im Verkehr von 39,0. Mit dem alten Hinterreifen und 38,5 Ideallap ist natürlich klar, Verkehr war dementsprechend, jetzt puzzelt sich das so ein bisschen zusammen. Aber es war schon deutlicher Mehrwert zum Mediumfahren, weil du einfach viel schneller und härter in die Kurve reinfahren kannst und dabei trotzdem das Selbstbewusstsein behältst. Und umso softer der Reifen wird, desto weniger Load verträgt er natürlich. Und genau aus dem Grund solltest du auch den harten nicht fahren, wenn du da irgendwie einiges langsamer bist. Also du musst schon schauen, dass das dann auf Druck hält. Man merkt, dass sobald man ein bisschen Verkehr hat und dann nicht mit so einer Konsequenz in die Kurve reinfährt, dann ist das ein bisschen, ja, also der Reifen schreit förmlich nach Load. Ja. Aber wenn er den kriegt, dann ist das Wahnsinn. Wir haben ja bei Michelin speziell, das wissen viele immer noch nicht so ganz genau, ist es ja anders wie bei manchen anderen Herstellern, sondern da müssen wir ja, umso heißer es wird, desto härter müssen wir mit der Reifenmischung gehen. Und jetzt ist es, wie du richtig gesagt hast, so wie wir es jetzt herausgefunden haben, da speziell in Most, verschiebt sich das Temperaturfenster. Das heißt, wir können zum Beispiel einen Soft, der eigentlich eher für kühlere Bedingungen ist, auch bei heißeren Bedingungen ohne Probleme fahren. Was könnten jetzt noch sein, wenn so ein Reifen kapituliert, außerhalb der Mischungsverhältnisse? Ja, ein Riesenthema ist natürlich der Luftdruck, wenn der nicht richtig beachtet wird. Grundsätzlich ist es immer so, je heißer das die Strecke wird und das Spin dazu steigt, desto mehr Temperatur baut der Reifen im Fahrbetrieb auf. Und das ist immer ganz, ganz wichtig zum Kontrollieren, wenn man speziell am Morgen losfährt. So, jetzt ist es, wie es jetzt ist, 19 Uhr und dann hat der Asphalt jetzt schon 30 Grad und die Hatz unter die Reifen, wenn man die Reifen vor auf 80, 90 Grad, dann muss man davon ausgehen bei solchen Bedingungen, dass das man bis zu 0,2 am Hinterrad aufgeht. Und das muss man einfach mit berücksichtigen, dass man es gleich nach dem ersten Turn abgleicht, weil wenn man da nicht dahinter ist, dann kann man einfach kaputt fahren quasi. Und da kann weder der Reifen was dafür, das ist einfach ein falsches Management dann. Und das ist ja auch wieder eine herstellerübergreifende Sache. Absolut, das kann ich bestätigen. Ich bin da in der Regel immer so mit 1,45 oder so rausgefahren, um quasi mit 1,6 reinzukommen, habe aber den Hinterreifen auf 100 Grad aufgeheizt gehabt. Das heißt, ich habe quasi draußen nochmal ordentlich an Temperatur in den Reifen reingekriegt, zusätzlich zu den 100 Grad. Und von dem her, das ist jetzt zwar keine Empfehlung, dass man das machen sollte, allerdings muss man halt speziell diesen Luftdruck beim Reinkommen des Turns so unmittelbar als möglich quasi ja, feststellen, um dann letztendlich sagen zu können, ja, ich bin draußen mit so und so viel rumgefahren, oder? Genau, ja, ganz genau. Das war gestern im Rennen. So, jetzt kommt der Performance Hard. Das ist jetzt die ganz, ganz heiße Ware. Den bin ich noch. Doch, den bin ich in Rijeka beim Rennen auch gefahren. Da sind wir 1,28,9 gefahren. Und jetzt schauen wir mal, ob er da funktioniert.
mal, die Ideale. Schau dir das an. Ist steppbar, Alter, im Verkehr. So, zweiter Turn. Ja, wir haben ein bisschen viel Verkehr gehabt, aber der hat mächtig eingeschoben. Ich bin jetzt 38.0 gefahren mit einer Ideallap von 1.37.0. Das ist der Beweis für den Verkehr. Ist nicht anders gegangen, weil wirklich viel, viel los ist. Aber macht nichts, für unseren Test ist das nicht so schlimm. Ich wäre zwar gerne 37.0 gefahren, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Der Hard hat wahnsinnig gut funktioniert an der Hinterachse. Es war Grip, so wenig Spin, es war Wahnsinn. Es war wie Verzahnung, also Verzahnung mit dem Asphalt. So, der Tom sagt uns jetzt einmal den Hard, wie der jetzt aussieht nach dem Turn, dass wir den einmal ein bisschen begutachten. Kann man sagen, Qualifier, Tom? Na, Qualifier würde ich nicht sagen, eher der Sprintrennreifen für heiße Bedingungen, sage ich jetzt mal. Also das ist wirklich ein Reifen, sage ich mal, wenn du das für Sprintrenndistanz wissen willst. Okay. Was sagst du zu dem Laufbild? Wie schaut er aus? Was wie beurteilst du das? Ja, ich bin eigentlich voll positiv überrascht, dass er sich so gut gehalten hat vom Laufbild, weil bei den Konkurrenzprodukten haben wir das Wochenende einfach mehrfach erlebt, dass es wirklich grob aufgerissen sind, aber ambitionierter, schneller Fahrer. Mit welcher Temperatur sind wir jetzt raus und wieder reingefahren? Also wir haben jetzt mit den Reifen, wir haben eingestellt gehabt, eine gemessene Karkassentemperatur, das heißt nicht Oberflächentemperatur, sondern Innenreifen von 105 Grad. Die haben wir perfekt gehalten, wir gleichen das im Mob mit der Felgentemperatur, also da sind wir so bei 60, 65 Grad Felgentemperatur und da haben wir glatt 1,5 und die halten wir perfekt im Vorbetrieb. Durch dieses Feedback, das ist von der ersten Sekunde bis zur letzten Fahrt, oder? Okay, super, danke. Greifen wir mal über zu den Neuheiten, die Michelin heuer im Performance, also es gibt ja verschiedene Kategorien, auf die wir in anderen Video noch genau eingehen, aber jetzt gehen wir mal drauf ein, wir haben die Slick Performance Variante, das ist jetzt quasi das, wo man so richtig, richtig schnell fahren kann, das ist das beste Material mehr oder minder und da gibt es heuer Neuheiten von Michelin. Kannst du mal kurz definieren, was exakt neu ist im Verhältnis zum letzten Jahr? Es hat die letzten Jahre eine relativ breite Mischungswahl gegeben. Das war auch ein wenig ein Entwicklungsthema mit Sicherheit, weil natürlich viele Reifen im französischen, spanischen Bereich entwickelt worden sind und erst bei uns die letzten zwei Jahre gefahren sind. Und das war von Anfang an natürlich ist immer Schwierigkeit, wenn es gute Reifen muss mit einem schmalen Einsatzgebiet. Und das Ziel war definitiv, die Produktpalette schmäler und breiter zu machen. Und das ist jetzt ganz gut gelungen mit den ersten zwei Neuheiten. Also statt der ganzen Medium-Familie, wie wir es letztes Jahr gehabt haben, das waren eben drei verschiedene Varianten, gibt es jetzt nur mehr zwei Produkte. Das ist der Medium und der Hard. Und somit haben wir eigentlich für den Sprintrennbereich Soft, Medium, Hard. Das ist ähnlich wie in der MotoGP kategorisiert. Und im Langstreckenbereich oder im Longrun-Bereich gibt es halt dann noch die 24er-Mischung. Ja. Und zusätzlich zu der Mischungsveränderung bei dem Medium und bei dem Hard haben sie auch den Querschnitt angepasst. Das war auch immer viele eine Kundenfrage, hey, wir wollen einen 60er Querschnitt und haben, wiederum steht der 55 um. Wir haben in alle Unterlagen, die sind auf unserer Homepage überall oben zum Uploaden mit den Durchmesser. Es ist der Durchmesserunterschied nicht immer so gewaltig, wie man glaubt, nur weil die Aufschrift am Reifen anders ist. Das sieht man auch wieder herstellerübergreifend, da wird ab und zu was abgeändert, immer wirklich auch die Millimeter betrachten und nicht die Aufschrift am Reifen betrachten. So, jetzt hat der letzte Turn für heute 1.37.7. Das ist einmal richtig gut gegangen. Ich habe eine fast freie Runde gehabt und wir haben es eh auf dem Board. Ich hoffe, die Kamera ist mit aufgenommen. Jetzt schauen wir uns einmal noch das Vorderrad an, wie das ausschaut nach jetzt insgesamt vier Turns. Tom, zeig mal das Vorderrad. Was sagst du dazu? Das Vorderrad schaut aus, wie wenn du 35 fahren könntest. Danke. Nein, ist perfekt. Was haben wir da für eine dunkle Schattierung? Da hatten jetzt bestimmt ein paar in die Kommentare gleich schauen. Du meinst... Weil da ist so hell und da ist so dunkel. Den Ansatz da? Ja. Das ist einfach nur... Was haben wir jetzt gefahren? Jetzt muss ich schauen. 35, 40 Runden? Da haben jetzt so ungefähr 40 Runden drauf. 35, 40 Runden. Also das ist jetzt aber nur Schatten, schau. Also man muss eher an die Körnung schauen. Das ist jetzt bedenkenlos. Wenn das dann ganz glatt wird, sage ich es einmal, dann ist es schon ein wenig, ist ja da der harte Reifen, ist das ein wenig Anzeichen, dass er da im direkten Feld vielleicht nicht ganz so das feine Grip aufbaut. Aber in der tiefen Schräge, wo es wirklich wichtig ist, bis du da rennen siehst, also da rennen, 10 cm,
passt es perfekt. Okay. Wie man sieht, von der Balance haben wir gut unterwegs. Jetzt fährst du noch wirklich richtig weit raus. Ja. Ganz rausgefahren ist. Das geht eh nicht, oder? Nein, das geht eigentlich. Also, weil, kaum weil viele ja fragen, das ist ja kein Pixeisen, nicht wie bei Pirelli, den fahren wir ja ganz raus meistens. Ja. Aber, den, aber links haben wir deutlich mehr Luft. Das liegt natürlich drauf, weil wir links nicht reinbremsen. Also nirgendwo auf der Strecke reinbremsen in die Kurve. Ne? Ja, das sind auch die. Die zwei, genau, das sind die zwei, drei Ecken, wo du dann wirklich irgendwie gut reinfahren lässt. Also, ja. Wunderschön. Kannst morgen, können wir sicher morgen am Vormittag, wenn du das Temperaturfenster zulässt, mit dem Problem was weiterfahren. Okay, und was ist denn morgen der Plan? Morgen, der Plan. Meiner oder deiner? Oder? 36. 36 ist der Plan. Ist ja überhaupt nicht so, als wenn mich jemand unter Druck setzen würde oder so. Nein. Nein, ich glaube, du kannst das fahrerisch und ich glaube, wir haben die Sache gut gemacht. Der Bike steht super da. Ja. Und wir wissen jetzt, welche Reifen das bei welchen Fenster funktionieren. Jetzt brauchen wir es nur mehr. Jetzt brauchen wir nur die Runden, die freien. Das ist ja eigentlich das Thema. Also wenn wir die freien Runden haben, dann traut ihr das auf alle Fälle zu, dass es kommt noch. Ja, das ist auf keinem Wetterbericht gestanden. Da unten auf der Strecke steht so richtiges Wasser, es hat so einen richtigen Wolkenbruch gegeben. Jetzt können wir eigentlich nur mal abwarten, weil jetzt im Regen fahren ist jetzt auch nicht so ganz mein Fall und vor allem nicht für die Herangehensweise, was ich eigentlich vorgehabt habe, hier vielleicht nochmal eine auf die 37 draufzulegen. Vielleicht wird es noch trocken. So, jetzt stehen wir kurz zum ersten Turn im zweiten Tag. Es ist noch ein bisschen so feuchte Stellen, es wird jetzt nicht übelst schnell sein. Wir werden jetzt mal schauen, wie der Medium an der Hinterachse dahingehend funktioniert, wenn es jetzt auch ein bisschen kühlere Bedingungen hat. Wir haben 26 Grad Asphalt, ist jetzt auf das, dass es geregnet hat, noch relativ lauwarm, sage ich jetzt mal. Aber natürlich sind die Bedingungen hier jetzt nicht optimal und von dem her kann ich jetzt nicht viel erwarten, außer ein bisschen ein Warm-up für mich. Und wir hoffen, dass es Nachmittag noch richtig aufreißt, noch mal ein bisschen wärmer wird, dass wir noch mal vorne neu, hinten neu, um die Bestzeit von gestern zu unterbieten. Das wird noch in den, steht im Moment noch in den Sternen. Jetzt werden wir noch ein bisschen drauf eingehen. Wir haben ja jetzt auch noch Vorderräder verschiedene, die sind noch die vom letzten Jahr. Aber weil mir auch ganz viele Kunden ausschreiben, du, was soll ich denn, ich möchte auch gerne den Michelin probieren, aber was soll ich denn für einen Reifen nehmen? Und das ist eine sehr komplexe Frage, weil ohne Informationen des Fahrers, sprich was für ein Motorrad fahrt er, auf welche Rennstrecke fahrt er, wie schnell fahrt er, ist eine der wichtigsten Sachen. Ne? Ist es Frühling oder ist es Hochsommer? Es sind natürlich verschiedene Einsatzgebiete. Wir haben auch, also Michelin hat auch einen Einsteigerreifen, in dem wir noch in einem anderen Video speziell darauf eingehen. Also das Einsteiger und auch für den Ambitionierteren, der halt noch nicht so lang mitfährt. Aber jetzt wenn wir nochmal in der Performance-Schiene bleiben, da wo wir gerade waren und speziell jetzt bei den schnelleren Hobbyfahrern, da gibt es ja eben die Performance-Schiene, die wo wir auch dementsprechend gefahren sind. Da gibt es jetzt wie gesagt auf der Hinterachse den Soft, den Medium und den Hard und auf der Vorderachse den Soft, den Medium und den Hard, genauso. Und jetzt fragen wir da viel, hey, welchen Vorderreifen soll ich denn jetzt nehmen? Und wenn wir jetzt mal unabhängig von der Temperatur gehen, was würdest du da dem Fahrer empfehlen? Also Temperatur kann man nicht ganz außen vor lassen. Es kommt natürlich viel auf 600er, 1000er drauf an. Es kommt auch ein bisschen auf den Fahrstil drauf an. Grundsätzlich kann man mit dem Soft quasi immer fahren. Den kann man erstmöglich einsetzen und immer. Und Vorderradsoft. Vorderradsoft. Ja, Vorderradsoft kann man eigentlich immer starten. Und ich darf das ein bisschen nach Rundenzeiten kategorisieren. Sage ich jetzt einmal, alles was zwischen, gehen wir jetzt einmal auf Most her, alles was da zwischen 1 Minute 40 und 1 Minute 50 fährt, ist mit zwei Vorderrädern, das ist Soft und Medium, eigentlich ausreichend. Und der Soft ist eher, sage ich mal, zum Anwenden unter 20 Grad Asphalt, würde ich den auf alle Fälle heranziehen. Wenn es dann Richtung 1,40 geht, kannst du bei 20 Grad natürlich auch schon mit dem Medium fahren. Das sind so die Hauptfaktoren. Der Soft zeichnet sich ja irrsinnig schön an, wenn er quasi auf der Bremse überfahren wird, weil er einfach so ein teigiges Gefühl kriegt. Also der wippt ein bisschen, der schirbt dann ein bisschen. Also das ist jetzt überhaupt nicht so, dass man sagt, hey, boah, der ist unkontrolliert oder so, sondern es zeigt er wirklich schön an und das merkt man auf der Strecke auch sehr, sehr bald in die zwei Drecken, wo wir gestern auch schon gesprochen haben. Also das ist beim Vorderrad zu beachten. Der Hard an der Vorderachse ist dann tendenziell einfach von dem ganzen Aufbau einfach stabiler und wesentlich bremsstabiler. Ich würde mal sagen, so ab 35, 40 Grad Asphalttemperatur kriegt der seine Anwendung. Aber wie gesagt, das ist ein Reifen, den würde ich jetzt nicht zwingend einen Fahrer empfehlen, der was da noch nicht unter 1,40 fahren kann. Das geht dann da ein wenig los, weil man einfach in die Bremsphasen merkt, da hast du dann einfach mit einem Soft,
wenn es wärmer wird oder mit dem Medium, wenn es wie gestern auch heiß wird, dann spürt man es, okay, man muss ein wenig die Bremsen lösen, weil es tendenziell ein bisschen zum Teigeln anfängt. Ja. Allerdings, wenn es euch da im Nachhinein immer noch unklar seid, dann bitte kontaktiert gerne den Tom von der Bikebox 79 per E-Mail, per Telefon. Der berät euch und gibt euch dann natürlich auch gleich einmal die richtigen Reifen, die ihr für euren Einsatzzweck braucht, an die Hand. Und der beste Reifen funktioniert halt nicht, wenn der Einsatzzweck der falsche ist. Das muss man auch dazu sagen. So, wir haben jetzt unseren Test soweit abgeschlossen. Wir konnten jetzt leider die Rundenzeiten nicht nochmal unterbieten. Die Bedingungen geben es leider nicht her, es ist ein bisschen zu kühl, um jetzt nochmal den Vorderreifen, den harten zu wählen und auf der Hinterachse auch den harten zu wählen. Dafür ist es jetzt leider zu kühl. Das heißt, wir würden die Reifen im falschen Temperaturfenster bewegen und somit können wir jetzt da nicht nochmal nachlegen. Deswegen macht es relativ wenig Sinn. Was wir jetzt aber auf jeden Fall herausgefunden haben im Laufe dieser Tage des Testens hier, ist verblüffenderweise, dass der Soft auf der Hinterachse wahnsinnig gut funktioniert und vor allem über sein Temperaturfenster hinaus funktioniert. Also sprich, nicht nur in dem kühleren Bereich funktioniert, sondern auch wenn es wärmer wird. Ich habe den Soft an der Hinterachse bis 43 Grad im Rennen bewegt und konnte trotzdem damit 1,38,5 oder irgendwie sowas fahren. Das heißt, es ging wirklich relativ gut, obwohl das Soft eigentlich wirklich eher für die kühleren Bedingungen ist. Von dem her aus meiner Seite und auch aus der Seite von Tom würden wir für Most auf jeden Fall auf der Hinterachse den Soft empfehlen oder eben den 24er, diesen Endurance, der ähnliche Eigenschaften hat und aber halt noch länger fährt. Und der Medium, haben wir festgestellt, passt vom Performance-Bereich nicht ganz so auf diesen Asphalt-Typ, den wir hier haben. Dafür aber, wenn es dann einmal für ihre Sprintrennen ist und richtig, richtig schnell werden soll, also für die richtig schnellen Fahrer, kann ich auf jeden Fall reinen Gewissens den Hart empfehlen. Das war der, mit dem ich die Ideallap von 37.0 im Verkehr hatte und dann 37.7 oder sowas gefahren bin. Und der Reifen ist wirklich eine Macht und auf den sind wir 18, 19, 20 Runden raufgefahren und das war ohne Probleme. Da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gegangen von der Rundenanzahl. Also für so einen richtigen Sprintreifen, wie so einen Sprintrennreifen, ist das wirklich dann okay. Was die Performance anbelangt, ist es Wahnsinn und was die Laufzeit anbelangt, klar, kommt es ein bisschen auf die Rundenzeit an. Wenn man ein bisschen langsamer fährt, logischerweise passen da auch mehr Runden drauf. Aber auf den Soft an der Hinterachse ist es so, dass wir da wirklich wahnsinnig viele Runden drauf spulen haben können und die hat wirklich tippitoppi immer ausgeschaut. Vorderachse, wie gesagt, wie wir heute schon erwähnt haben, da muss man ein bisschen konservativ sein. Wenn man nicht so schnell ist und es nicht so warm ist, dann eher Soft. Umso schneller, umso wärmer es wird, Medium. Und wenn man richtig, richtig schnell ist, dann den Hard. Und der Hard hat mir jetzt auf der Vorderachse auch dieses Vertrauen geben, wirklich auf der Bremse in die Kurve reinzuhalten und so eine Radienführigkeit zu haben. Und einmal im Matadorbogen habe ich die Bremse noch leicht gezogen gehabt und war schon mit dem Ellbogen am Boden. Das ist wirklich spektakulär, was das Vorderrad mit der harten Mischung an der Front kann. Somit, das soll es von uns gewesen sein aus Most. Wir packen es zusammen, fahren nach Hause, es geht zurück ins normale Leben. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Gebt uns gerne einen Daumen hoch für dieses Video. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Interesse habt an so einem Michelin-Reifen, dann meldet euch am besten bei der Bikebox 79 beim Tom Ecker. Der berät euch und verkauft euch auch die richtigen Reifen. Bis dahin, würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann und ciao.